Herzliches Willkommen zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 14. bis 20. September 2020. Ich zeige euch die Karten, die ich verwende. Das ist einmal Energy Oracle Cards von Sandra and Taylor. Das ist für die Energien der Woche. Für die Wochentage habe ich das Gilded Tarot von Ciro Marchetti, ein normales Rider-Waite-Tarot zur Klärung, die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen als Orakelkarte und das Orakel der Krafttiere, auch von Colette Baron-Reed, beide Kartendecks von Colette Baron-Reed. Wer Interesse hat, die findet ihr auch auf meiner Webseite www.ella-taroskop.de. Und wenn jemand Interesse an persönlichen Legungen hat, da ist in der Preisliste auch drin, was ich anbiete und wie teuer das ist. Ja, ansonsten noch der Hinweis auf die Kanalmitgliedschaft. Das bedeutet, dass ihr einen Tag früher die Legungen bekommt, die dann werbefrei sind. Ansonsten, ja, wir haben in der Kanalmitgliedschaft verschiedene, ja, ich sag mal, für 99 Cent einfach das frühere Sehen der Legungen. Für 1,99 ist das mit einem persönlichen Livestream für die Kanalmitglieder. Und als Maxi-Mitglied bekommt man ein persönliches Horoskop für den Monat, so eine Vorausschau auf den kommenden Monat. So ganz persönlich mit den eigenen Daten. Dazu natürlich brauche ich immer auch die Daten von dem jeweiligen Kanalmitglied. Das mal so zur Info und dann wünsche ich euch eine schöne Legung. Bis gleich. So, meine Lieben, dann wollen wir uns als erstes mal der Astrologie widmen für diese Woche vom 14. Wir haben Venus und Uranus, die zum Flirten, also anregen, sage ich mal. Und da sollte man natürlich nicht bestehende Beziehungen riskieren. Wir haben auch beruflichen Erfolg, der möglich ist in dieser Woche. Und da kann man seinen Einsatz auch belohnt bekommen. Also es kann bedeuten, dass man sich Mühe gibt und dass das auch gesehen wird. Ganz wichtig. Und wir haben Neumond am 17. Das kann bedeuten, dass man, ja, ich sag mal, mit Erdenergie die Dinge angeht. Und wir haben allerdings auch einen schwierigen Aspekt zwischen Jupiter und Merkur, was so ein bisschen unsicher macht oder dass man sich nicht klar ausdrückt oder die Informationen nicht eindeutig sind. Da sollte man genauer hinschauen, ganz klar. Und das sind so die wichtigsten Informationen. Wir haben die Sonne in der Jungfrau, pragmatisch, aber auch Vitalkraft schenkend, erdgebunden, eben auch realistisch. Wir haben den Mars im Widder, wobei der ja ab 10. auch rückläufig wird. Das bedeutet, man kann Liegengebliebenes natürlich aufholen und man kann natürlich auch Streit beilegen. Mit dem Merkur könnte das ein bisschen schwierig werden in dieser Woche, da solltet ihr aufpassen. Vielleicht verlegt ihr das auf einen späteren Zeitpunkt, wenn Merkur wieder, nicht Merkur, sondern der Mars wieder vorläufig ist. Aber das dauert noch. Wir haben auch irgendwann in naher Zukunft dann wieder Merkur rückläufig. Aber in der Rückläufigkeit von Merkur könnt ihr dann auch, wie gesagt, Streit beilegen. Aber in dieser Woche, wie gesagt, konzentriert euch auf das, was ihr vorhabt. Es könnte sich lohnen. Und in der Liebe aufpassen, dass man keinen eifersüchtig macht oder selbst eifersüchtig wird. Das wäre nicht so gut. Das könnte Konflikte in Partnerschaften, Beziehungen oder Freundschaften auch in der Familie hervorrufen. Das sind so die astrologischen Voraussagen. Schauen wir uns jetzt an, was wir für die einzelnen Sternzeichen haben. Krebs zur Taroskoplegung mit Ella vom 14. bis 20. September. Wir wollen erstmal schauen, was astrologisch so drin ist. Wir haben Saturn, der immer wieder natürlich Steine in den Weg legt. Und die Zeit der Rückläufigkeit, die jetzt bis zum 29. September anhält im Saturn, soll dich dazu verführen, sage ich mal, Vergangenes abzuschließen, mit der Vergangenheit einen Schlussstrich zu ziehen oder unter die Vergangenheit. Ja. Uranus sorgt für Veränderung, das kann manchmal sehr überraschend auftauchen. Ja. Da musst du dich natürlich drauf einstellen. Mit Neptun haben wir, der auch rückläufig ist, bis 29. November,
den Blick fürs Wesentliche, Realität, realistisch bleiben. Ja. Pluto, ja, sorgt dafür, dass du als Kardinalszeichen dich nicht verunsichern lässt, sondern du selbst bist. Also lass dich davon nicht irritieren, was andere sagen, was andere tun, dass sie dir vielleicht dagegen reden, wie auch immer. Du sollst bei dir bleiben. Ja? Wir haben auch mit Mars im Widder, der jetzt auch rückläufig ist, vielleicht auch ein bisschen, naja, die Luft ist raus, das ist nicht dramatisch, aber kann bisweilen natürlich auch ein bisschen Atem kosten. Lass dich davon nicht irritieren, geh deinen Weg, so wie du das möchtest, und sorg immer dafür, dass du dich in dir selber wohlfühlst. So, wir haben jetzt bis zum 20. ja, ein paar unharmonische Aspekte. Am 17. könnte es zu Streit kommen, intern, also zu Hause. Und den könntest du auch in der kommenden Woche noch mit rübertragen. Da solltest du aufpassen. Du könntest unfair, ungerecht werden. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal angesprochen. Das kann dich so ein bisschen aggro machen, jetzt schon oder auch in der nächsten Woche. Du brauchst einen Ausgleich, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du das gerne hättest. Am besten ein kreatives Hobby. Mach Musik, tanze, male, was auch immer dir Freude macht. Oder geh spazieren, kümmere dich um Tiere. Irgendetwas, was dafür sorgt, den Ausgleich und deine innere Balance herzustellen. Schauen wir uns jetzt an, was in dieser Woche die Karten für dich haben. So, mein lieber Krebs, wir wollen schauen, was wir in der allgemeinen Legung für dich haben in dieser Woche. Allgemein bedeutet ja für alle Krebse keine persönliche Legung, ne? Und so wie eine Wettervorhersage oder eine Navigationshilfe durch die Woche. Ich sage das nur immer extra, weil ja auch immer Leute vielleicht noch dazu stoßen, die das nicht kennen. Es ist wie gesagt, eine Wettervorhersage im astrologischen und kartentechnischen Bereich. Wir wollen als erstes natürlich herausfinden, was in dieser Woche auf den Krebs zukommt, energetisch gesehen. Also Energien, die dich so umschwirren sozusagen. Was hast du da von deinen Mitmenschen, von deiner Umgebung in dieser Woche zu erwarten? Da haben wir den Mann, der sein Herz in der Hand hält. Das ist jemand, der das Herz auf der Zunge trägt. Offen und ehrlich, liebevoll vielleicht auch, kommt dir, glaube ich, sehr entgegen. Aber wenn du dann mit schlechter Laune oder Ungerechtigkeit kommst, das wäre doch schade. Ja? Wir schauen mal, wie du dich selbst siehst, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut für dich ist, was weniger gut ist und natürlich, wie die Woche ausgeht. So, der Blick in die Kamera wie immer. Das sieht gut aus. Wir schauen uns an, was an den Wochentagen los ist. Bei der allgemeinen Legung, wie immer, Sonntag bis Montag wird gelegt, kann aber bei dir an einem anderen Tag stattfinden. Bei der allgemeinen Legung wird das nicht für jeden am gleichen Tag stattfinden. Nur zur Info. Und wir schauen da auch gleich mal, wie du so unterwegs bist, was deine Energie ist in dieser Woche. Was haben wir da vom Krebs zu erwarten? Den Narren, ein Neubeginn, unbelastet und frei. Das ist sehr schön. Du bist risikofreudig. Du lässt Dinge hinter dir, das sollst du ja auch, haben wir ja gehört. Und ja, was kostet die Welt? Und du hast die Kraft, deine Ziele zu verfolgen. Wenn du risikofreudig bist, solltest du natürlich darauf achten, wenn du schlechte Laune hast, wenn das nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dass du nicht das Kind mit dem Bade ausschüttest, also dass du dann unfair wirst, weil das ist astrologisch zumindest vorhergesagt. Was haben wir? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, wie gesagt, diese Wochentage können anders liegen bei dir in der Reihenfolge.
Und das ist nicht schlimm, weil ich denke, du wirst es merken, wenn dir die Situation begegnet und ob du das anwendest, was du hier gehört hast oder nicht. Die Vorwoche hänge ich wie jede Woche hinten dran, weil wir ja auch schon mal längerfristige Aspekte haben und natürlich die Energien auch von der alten Woche in die neue Woche noch mit hineinwirken. Und du kannst dann die Entwicklung auch sehen. Jetzt wollen wir sehen, wie siehst du dich? Du ruhst dich aus. Ausruhen und Kraft tanken. Sich wieder ein bisschen energetisch aufladen. Das ist eine gute Idee. Nichts überstürzen, bei dir sein, deine innere Mitte finden. Das gehört natürlich auch dazu, dass man sich Ruhe gönnt, nichts übertreibt, nichts forciert, was nicht geht. Sehr schön. Dein Wunsch? Eine Reise. Du möchtest eine Reise beginnen. Nun kann das im übertragenen Sinne vieles bedeuten. Ein neues Projekt, eine neue Sache, ein neues Hobby. Es ist etwas Neuentdecken. Ja? Und das ist dein Wunsch. Du möchtest was Neues erleben vielleicht. Warum nicht? Du bist mit dem Narren unterwegs und du hast jemanden von außen oder mehrere auch, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Also vielleicht findest du Gleichgesinnte. Hoffnung und Ängste, das zerbrochene Herz. Das ist die Angst. Das ist die Angst vor Verletzungen oder es ist die Erinnerung an Verletzungen. Ja? Ja, natürlich. Wir alle haben ab einem gewissen Alter schon einiges erlebt und wissen, dass das möglich ist. Trotzdem das Risiko einzugehen und trotzdem Vertrauen zu suchen und zu finden, ist ein Risiko. Aber mit dem Narren hast du die beste Energie, genau das zu versuchen. Was ist gut für dich? Gut für dich ist Gemeinschaft, Menschen um dich, Geselligkeit, ja? Wie gesagt, Gleichgesinnte. Ich glaube, du hast auch ein paar Gleichgesinnte an deiner Seite oder solche, die du triffst. Und das bringt dich auf andere Gedanken und lässt dich den Moment genießen. Gar nicht mit großen Vorstellungen oder irgendwelchen, ja, Vorsätzen, was du jetzt unbedingt umsetzen willst, sondern eher so, der Moment ist wichtig. Nicht gut für dich ist Unentschlossenheit. Dass du so ein bisschen, ja, zwischen, naja, ich weiß nicht und soll ich nicht. Du sollst dich spontan für das entscheiden, was dein Herz dir sagt. Wenn du das möchtest, dann tu's und lass dich bitte nicht davon abhalten. Wenn nicht, dann tu's nicht. Ne? Ganz klar. Ausgang ist Verbindungen, vielleicht auch Verpflichtungen, die du eingehst. Das können auch Freundschaften sein, es kann aber auch geschäftlich sein, Hilfestellungen, jemanden unterstützen vielleicht auch. Ja? Jemandem auch ein bisschen Freundschaft zu bieten, denke ich mal. Was haben wir am Montag? Wir haben die 10 der Schwerter über etwas hinwegkommen. Wir haben ja gehört, du sollst die Vergangenheit hinter dir lassen. Die Hoffnung und Angst ist das gebrochene Herz und das hat mit der Vergangenheit natürlich zu tun. Du hast das Schlimmste hinter dir mit den 10 der Schwertern, aber du vergisst es nicht. Und das ist ja auch gut so, sonst lernst du ja nichts aus deinen Erfahrungen. Aber es soll dich nicht als ständiger Schmerz begleiten, sondern eben als die warnende Stimme aus dem Hintergrund, wenn irgendetwas passiert, was auf diese Situation hindeutet. Also, 10 der Schwerter, du hast das Gröbste geschafft. Am Dienstag haben wir den Page der Schwerter, das sind Gespräche. Informationen, vielleicht über deine Reise, dein Vorhaben, dein Projekt, was auch immer, dein Lebensweg, was auch immer du vorhast, was du dir wünschst. Da brauchst du natürlich Input. Wie setze ich das um? Was brauche ich dazu? Wie kann ich das umsetzen? Also das erstmal gedanklich und auch per Information erstmal zu überdenken. Es ist noch nicht der konkrete Weg, es ist ja der Wunsch. Und es ist das darüber sprechen, sich austauschen und vielleicht, wie gesagt, auch Gleichgesinnte finden. Am Mittwoch, König der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Das gilt fürs Finanzielle genauso wie für Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften, Familie und so weiter. Erdenergie ist eben die Basis, dass man zum Beispiel genug Geld zur Verfügung hat, um die Reise zu unternehmen. Oder dass man den richtigen Partner hat, um Dinge zu tun. Und dass man vielleicht auch manchmal sich unsicher fühlt in dem Bereich, weil man Angst hat, verletzt zu werden.
Aber der König der Münzen ist pragmatisch, beachtet jedes Detail und schaut auch, dass die Dinge eben, naja, ordentlich geregelt sind. Das kann jemand in deinem Umfeld sein, das kannst du selbst auch sein, vielleicht hast du ja Erdenergie im Horoskop. Das gebrochene Herz ist immer so im Hintergrund die Stimme, die warnt, wenn irgendetwas Ähnliches passiert wie das, was du schon erlebt hast. Wir haben am Donnerstag die 7 der Schwerter. Dinge, die verborgen sind. Wenn du zum Beispiel in einer Gemeinschaft bist, mit Freunden, Bekannten oder neuen Kontakten, dann wird dir natürlich nicht jeder erzählen, was er oder sie für eine Geschichte hat oder was er oder sie erlebt hat. Das heißt, die Leute können dir unbekannt sein. Deswegen solltest du natürlich möglichst unvoreingenommen auf neue Kontakte zugehen. Im Hintergrund immer die Stimme, naja, aufpassen, ne? Man passt ja auch automatisch auf, das muss einem keiner sagen. Aber wie gesagt, wenn einem was bekannt vorkommt, dann geht die rote Alarmleuchte an. Und so ist das bei anderen natürlich auch. Das ist nicht nur bei dir so. Das sollte man mit berücksichtigen in seinen Überlegungen. Weil eben die Leute schon selber auch genug erlebt haben, können sie auch ein bisschen zurückhaltender sein, vorsichtiger sein. Ja, das hat nichts mit Desinteresse zu tun, es ist einfach auch, genau wie bei dir, die Angst vor Enttäuschung. Am Freitag haben wir die 2 der Stäbe. Da haben wir Unentschlossenheit und hier haben wir, du musst entscheiden, möchte ich mich mehr in Geselligkeit begeben oder möchte ich in Unsicherheit zu Hause sitzen und mit der Vergangenheit hadern. Ich würde sagen, die Entscheidung sollte dir sehr leicht fallen. Ja. Wir gucken uns das aber gleich auch noch mit den Karten an. Am Samstag haben wir die 8 der Münzen. Du beschäftigst dich. Das kann der Job sein. Das kann die Hilfestellung für andere sein, durchaus. Es ist einfach damit auch gemeint, dass du dich auseinandersetzt mit dieser Sache. Ob du jetzt unentschlossen bleibst oder ob du Verantwortung übernimmst oder mit jemandem gemeinsam vielleicht auch Hilfestellung leistest oder Hilfe auch annimmst, das sollte ja ausgewogen sein. Du arbeitest daran. Das finde ich gut. Vielleicht ist es auch dein Hobby, was du umsetzt. Und dann haben wir hier die 4 der Schwerter, Ruhephase. Dinge gut überlegen. Nicht vorschnell handeln, sondern auch gut überlegen, was du machen willst. Es kann auch bedeuten, wenn du Hilfestellung leistest oder jemandem den Weg weisen willst, dass du dir überlegst, wie du das tust und dich mit dieser Person auch, ich sag mal, unterhältst in aller Ruhe. Durchaus möglich. Schauen wir uns das mal an. Ruhe und Entspannung. Und wie, also ich sag mal, relaxen. Ass der Kelche, Eigenliebe als erstes. Ja? Sich um sich selbst kümmern, dass es einem gut geht. Und natürlich die Wunscherfüllung. Was wünschst du dir? Du wünschst dir eine Reise. Du wünschst dir etwas Neues, Aufregendes, Interessantes. Das ist schön und du willst das ja auch umsetzen. 4 der Münzen, lass deine Träume nicht los. Mit dem König der Münzen hast du genug Hintergrund, Background, Unterstützung und ich denke auch Finanzen, das umzusetzen. Auch in Partnerschaften oder Beziehungen oder Freundschaften hast du Unterstützung. Dein Wunsch wird, glaube ich, auch stattgegeben, wenn du ihn umsetzen möchtest. Die Angst ist das gebrochene Herz. Da ist ein leidenschaftlicher Neubeginn und das gebrochene Herz nochmal. Das ist die Entscheidung. Wofür entscheidest du dich? Haderst du weiter mit den Schmerzen? Hältst du daran fest, ja, an der Vergangenheit, die schmerzhaft war? Oder gehst du das Risiko ein und startest neu durch mit Leidenschaft und neuen Erfahrungen? Gemeinschaft, Neubeginn, Ass der Münzen und 7 der Stäbe. Natürlich ist man vorsichtig, das habe ich ja eben schon gesagt. Du hast einen Neubeginn mit neuen Leuten, vielleicht auch im neuen Job, möglich. Aber du bist gewappnet, du hast deine Erfahrungen und du wirst vermeiden, das zu wiederholen. Unentschlossenheit ist schwierig. Da ist die Krebsenergie der Wagen und da ist die 9 der Münzen. Sieh dich als eigenständige Person, die auch einen Wagen steuern kann, ihr Leben steuern kann oder sein Leben steuern kann, unabhängig von anderen. Aber schöner ist es halt in der Gemeinschaft. Und du hast ja auch viel zu bieten. Heilung,
Stern. Und der Gehängte, deine Weisheit kannst du weitergeben und du kannst anderen helfen zu heilen. Zum Beispiel, ja. Der Stern ist die Wassermannkarte, bedeutet nach den Sternen greifen oder eben die Heilung. Der Gehängte bedeutet die Perspektive aus der Vogelperspektive zu sehen, also die Zusammenhänge aus der Vogelperspektive miteinander zu verknüpfen und einen besseren Überblick zu erlangen. Und dabei kannst du jemandem helfen oder es kann dir jemand von außen dabei helfen. Wir haben einen Mann mit dem Herz in der Hand, vielleicht bietet dir jemand seine Freundschaft oder sogar seine Liebe an. Das muss nicht ein Mann sein, es kann auch eine Frau sein natürlich. 10 der Schwerter, der Hierophant und die 3 der Münzen. Gemeinschaftlich daran arbeiten, über Dinge hinwegzukommen. Das heißt, du bist nicht alleine. Du bist mit anderen, ich sag mal, Gleichgesinnten oder Leuten mit ähnlichen Erfahrungen zusammen. Und du sammelst Informationen. Da ist die Wahl, die du treffen kannst, ja, die Auswahl. Und hier ist die Wahl, die du triffst. Du entscheidest. Und ich denke mal, diese Wahl sollte dir eigentlich nicht schwer fallen. König der Münzen, Ritter der Münzen und der Magier. Mit Geduld an dem arbeiten, was du umsetzen möchtest. Ja? Das sind die Gedanken, die du erstmal kreativ in deinem Kopf baust und dann in die Realität holst. 7 der Schwerter ist die Karte, dass man etwas verbirgt oder dass man sich durchmogeln möchte. Da ist der Narr, da gibt es nichts zu mogeln. Und da ist die Mäßigkeit, du musst nichts überstürzen. Und du musst auch nicht von heute auf morgen hundertprozentiges Vertrauen zu allen haben. Genauso wenig wie andere das zu dir haben müssen. Da bedarf es einiger Zeit des Kennenlernens auch. 2 der Stäbe, 5 der Stäbe und Ass der Schwerter. Einen glatten Schnitt ziehen zwischen dem, was dir vorher Schwierigkeiten gemacht hat, zu sagen so, ich tue jetzt was für mich, ja. Ich bin nicht unentschlossen. Ich werde den Weg gehen, der für mich sich am besten anfühlt. Ich folge meiner Intuition und ich habe die Zügel in der Hand, weil ich kann entscheiden, was ich tue. Und ob ich nun, ich sag mal, verletzt bin oder nicht, es geht um meine Zukunft. Und da muss ich entscheiden, wo will ich hin? Und daran arbeite ich. Königin der Schwerter bedeutet, du bist authentisch. Du machst dir nichts vor. Du bist realistisch und klar und deutlich mit dem Schwert sagst du, Schluss damit, das ist vorbei. Und mit der Herrscherin kommst du wirklich sehr gut voran. Und auch deine Mitmenschen schätzen das sehr, glaub mir. Fruchtbarkeit im Sinne von die Dinge wachsen und gedeihen. Ja? Damit kannst du, wie gesagt, anderen auch ein Vorbild sein und anderen helfen. 4 der Schwerter, abwägen. Und 5 der Münzen, ja. Wo ist der Rückzug angesagt und wo nicht? Das bedeutet, dass du dir überlegst, wo setze ich meine Kräfte ein? Wenn jemand undankbar ist und vielleicht auch deine Weisheiten oder deine Hilfestellung nicht zu schätzen weiß, dann ziehst du dich zurück. Oder wenn jemand dir seine Hilfe aufdrängen will und du willst die Hilfe nicht, dann ziehst du dich zurück. Ja? Du wägst ab, wo die Reise hingeht, nicht die anderen. Und das wird dir langsam klar. Wenn du Hilfestellung leisten willst, gerne, dann verschaffst du dir einen Überblick. Und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist nichts Dramatisches. Momentan haben wir offensichtlich mit der Orakelkarte Reparaturarbeit, die Nummer 52. Es gilt, ein paar Dinge ins rechte Licht zu rücken. Reparaturarbeit kann auch bedeuten, die Einstellung zu ändern. Auch, wie man mit anderen spricht, umgeht, ja, was man besser findet. Die Grundbedeutung ist Vergebung, Wiedergutmachung, Versöhnung nach einem Streit. Also wenn du dich im Ton vergriffen hast, natürlich ehrlich und aufrichtig zu sagen, es tut mir leid. Die Botschaft des Orakels lautet, wann immer wir verletzt sind und zulassen, dass die Verletzung uns ganz erfasst, ohne verstanden und integriert zu sein, bürden wir uns ungewollt eine neue seelische Last auf. Wir werden zu Sklaven dessen, was doch gerade der Heilung bedarf, des Schmerzes, der Erinnerungen, des nachklingenden Grolls und der Konflikte, die wir im Geiste immer wieder durchspielen. Es gilt jetzt, die Kluft zu überbrücken, Wunden zu heilen und die alten Verletzungen loszulassen, um in deine Macht zu kommen. Vergib und gib frei. Schließe Frieden und bemühe dich um Wiedergutmachung.
Schenke dir selbst die Freiheit. Toll. Das ist genau das, was du tun solltest. Schenke dir selbst die Freiheit, finde ich großartig. Befreie dich von allem Groll, den Konflikten, dem, womit du gehadert hast, was dich verletzt hat. Du wirst es nicht vergessen, aber du sollst dich daraus befreien. Du sollst deine Macht zurückerlangen. Eigenliebe. Und dein Krafttier ist die Heuschrecke. Tu einen Sprung des Glaubens. 23. Und das ist nicht irgendwie religiös gemeint, das ist der Glaube an dich selbst. Glaube an das, was noch vor dir liegen kann, wenn du zugreifst, wenn du dir die Möglichkeit eröffnest. So sehe ich das. Aber schauen wir mal, was die Karte sagt. Du stehst jetzt davor, einen Sprung auf die nächsthöhere Ebene deines Lebens zu machen und dich auf etwas zuzubewegen, das besser ist als alles, was du dir jemals erträumt hast. Wenn sich der Geist der Heuschrecke zeigt, ist es eine günstige Zeit, um einen Sprung ins Ungewisse zu wagen, denn er ist ein dem Neuen aufgeschlossener Geist, der fragt, warum nicht? Und an die Kraft des Mitschöpfertums glaubt. Es ist ein Appell an dich, darauf zu vertrauen, dass jetzt die richtige Zeit ist, um dich auf diese Idee, Beziehung oder Situation einzulassen. Geh ein Risiko ein, denn die Fülle in all ihren Formen wird sich dir zeigen. Wunderbare Dinge erwarten dich, wenn der Heuschreckengeist in Erscheinung tritt. Es ist dir nicht bestimmt, rückwärts zu gehen, also hör auf deine Intuition statt auf dein furchtsames Ego, das sich jedem Wandel widersetzt und ängstlich an das klammert, was war. Das Glück ist auf deiner Seite. Hüpfe mit Zuversicht in das Kommende, denn der Allgeist hält vieles für dich bereit, wenn du nur diesen Sprung tust. Du bist sogar aufgefordert, diesen Sprung zu wagen, das Risiko einzugehen, ja, Vertrauen zu suchen und vielleicht auch zu finden, wahrscheinlich sogar zu finden und damit auch deinem Leben eine Wendung zu geben, loszulassen, zu verzeihen, dir zu verzeihen, was dir geschehen ist. Ja, manchmal sind wir ja auch, dass wir denken, wir hätten selbst Mitschuld dran. Natürlich haben wir bei Beziehungen und so weiter immer auch ein Stück weit Mitschuld, weil wir vielleicht auch was zugelassen haben oder weil wir uns nicht gewehrt haben oder immer noch versucht haben oder Dinge unter den Teppich haben fallen lassen, wie auch immer. Vergib dir und vergib den anderen, die daran beteiligt waren, ob es eine oder mehrere Personen waren. Sieh nach vorn, nimm dein Herz in beide Hände, so wie der Mann hier, ne? Und geh nach vorn. Mach einen Schlussstrich, sag dir, ich bin ich heute so, wie ich hier stehe oder sitze, wie auch immer. Und ich gehe vorwärts und ich möchte das Leben genießen. Und dazu gehe ich heute einen wichtigen Schritt in Eigenliebe, Wunscherfüllung und ich werde meine Wünsche in die Tat umsetzen, mit Geduld und meinem Engagement. Und wenn ich mal schlechte Laune habe, dann bin ich liebevoll zu anderen oder ziehe mich einfach ein bisschen zurück, wenn ich das Gefühl habe, das hat keinen Zweck in der Gesellschaft momentan. Das habe ich jetzt gesagt, weil es mir auch manchmal so geht. Wenn ich schlechte Laune habe, habe ich keine Lust, unter Leute zu gehen, weil ich mir einfach denke, das macht keinen Sinn. Okay, lieber Krebs, das ist eine großartige Entwicklung, die da vor dir liegt. Die solltest du, wie ich finde, natürlich absolut umsetzen. Ich weiß, dass du ein Gefühlsmensch bist und dass dir deshalb nicht so leicht fällt. Aber immer an dem Schmerz festzuhalten, lässt dich das Leben eben nicht genießen und lässt dich auch die neuen Möglichkeiten nicht sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich darum bemühst, ja, ein bisschen loszulassen, zu vergeben und dir neue Möglichkeiten zu eröffnen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ich bin gespannt, was du berichtest, mein lieber Krebs, über diese Woche dann, wie sie verlaufen ist, was du gemacht hast, wo da vielleicht auch Klärung war oder was du für dich abgeklärt hast, wo du risikofreudig warst mit dem Narren. Lass es uns gerne wissen, denn wir haben ja gehört, du kannst anderen dabei helfen und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, anderen zu zeigen, dass es geht. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn dir das eine Hilfe und Unterstützung war auf deinem Weg, dann würde ich mich auch über ein Däumchen hoch sehr freuen. Ich wünsche dir natürlich nur das Allerbeste, die schönsten neuen Erfahrungen und die schönsten Aussichten für diese Woche und freue mich schon auf die nächste. Alles Gute und bis bald.